Im Visier die Waffenkolumne. Was Panzer können und was nicht. Ausgebliebene Wunder von Kursk bis Bachmut. Die unweit nördlich der heutigen Grenze zur Ukraine vorgetragene Sommeroffensive 1943 der deutschen Wehrmacht sollte ihre letzte an der Ostfront werden. Vom 5. bis zum 16. Juli versuchten deutsche Kräfte im Rahmen eines Zangenangriffs am rund 200 Kilometer langen, zwischen Orel und Charkow gelegenen Kursker Frontbogen starke sowjetische Verbände einzukesseln und die Frontlinie zu verkürzen. Die ursprüngliche Planung sah einen Start der unter dem Decknamen Zitadelle geplanten Offensive für den 1. Mai vor. Aus mehreren Gründen verzögerte sich der Beginn der Aktion jedoch um rund 2 Monate. Mit fatalen Folgen für den Verlauf der Operation, da den Sowjets damit ausreichend Zeit blieb, tief gestaffelte Verteidigungsvorkehrungen zu treffen, an denen sich der Angriff festlief, der schließlich nach schweren Verlusten abgebrochen werden musste. Einer der Gründe für den verschobenen Angriffsbeginn hörte auf den Namen Panther. Hitler, der großes Interesse für technische Details der Wehrmachtsbewaffnung zeigte, erwartete vom Einsatz des Panzerkampfwagens V entscheidende Vorteile für den Verlauf der Operation. Produktionsverzögerungen des neuen Panzers bildeten eine der Gründe für den verspäteten Beginn der Offensive. Schließlich rollten am 5. Juli 1943 198 Exemplare der ersten Produktionsserie direkt aus der Fertigung an die Front. Der 45 Tonnen schwere und mit einem 700 PS starken Ottomotor ausgerüstete Panther war als Antwort auf den sowjetischen T-34 mit einer Masse von 31 Tonnen entwickelt worden, der die deutsche Panzerabwehr von Beginn der Feindseligkeiten an vor erhebliche Probleme gestellt hatte. Der Panther war, ausgerüstet mit einer 70 Kaliber Längen messenden 75 mm Kanone und einer starken Frontpanzerung, 80 mm an der Wanne, 100 mm am Turm, seinem sowjetischen Gegenüber, der über eine 76 mm Kanone mit nur 41 Kaliber Längen verfügte, in Duellsituationen klar überlegen. Wie bei Gewehren die Lauflänge, bestimmt bei Kanonen die Rohrlänge im Verhältnis zum Kaliber maßgeblich die Mündungsgeschwindigkeit und damit die Durchschlagskraft der aus ihnen abgefeuerten Geschosse. Mit einer V0 von über 900 Metern pro Sekunde konnte die Standardpanzergranate 39-42 des Panthers auf 1000 Meter jeden feindlichen Panzer ausschalten. Technische Probleme wie etwa die vielen zunächst rätselhaften Motorenbrände ohne Feindeinwirkung, aber auch schwerwiegende taktische Fehler beim Einsatz des neuen Panzertyps führten zu verheerenden Verlusten. 5 Tage nach Beginn der Offensive, am 10. Juli, waren gerade noch 10 Panther einsatzbereit. Damit wies der vermeintliche Superpanzer von allen der Wehrmacht im Raum Kursk zur Verfügung stehenden Panzertypen die bei weitem höchste Verlustrate auf. Doch nicht die Kinderkrankheiten des Panthers, von dem bis 1945 rund 6000 Stück produziert wurden, vom 56 Tonnen schweren Tiger wurden ganze 1346 Exemplare hergestellt, sondern die ungünstigen Voraussetzungen der Offensive stellten den Hauptgrund für das Scheitern bei Kursk dar. Kampfpanzer sind die Träger des beweglichen Feuerkampfs. Sobald sie, wie bei Kursk, infolge massiver Geländehindernisse, die ohne den Einsatz starker Pionierverbände nicht zu überwinden sind und gut postierter Panzerabwehr ihre Beweglichkeit beraubt werden, sinkt ihr Kampfwert dramatisch. Fazit: 1943 konnten knapp 200 Panzer modernster Bauart das Kriegsglück an einem relativ schmalen Frontabschnitt nicht wenden. 80 Jahre später, an einer 2450 Kilometer langen Front in der Ukraine, sind ein paar Handvoll moderner Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A4, A5 und A6 und US-Schützenpanzer vom Typ Bradley nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da die meisten Couch-Strategen im Westen, gleich ob Führer oder Untertanen,
über keinerlei waffentechnische und militärische Kenntnisse verfügen, vernebelt die Propaganda im Hinblick auf die Überlegenheit westlicher Wunderwaffen im Kampf gegen die Russen den letzten Rest an Urteilsvermögen. Böse Überraschungen werden die Folge sein. Sie hörten einen Beitrag von Andreas Tögel, nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.